Ich bin Nico Santos und ich bin der Coach der The Voice Comeback Stage bei SEAT. Ich habe 6 Talente aus den Blind Auditions geholt, die in Duellen gegeneinander angetreten sind. Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Mein Gewinner ist Tina. Ich habe wirklich bis zum Schluss nicht dran geglaubt, dass Nico mich mitnimmt. Die Entscheidung hat mich wirklich überrascht. Als Nico dann meinen Namen gesagt hat, habe ich gedacht, ich träume tatsächlich. Also ich habe echt kurz gedacht, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? And I know these scars will bleed. Ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war schon cool. 3 Talente haben sich jeweils in ihren ersten Duellen durchgesetzt. Tina, Celine und Basti. Mit diesen 3 Gewinnern gehe ich in ein neues Match, bei dem nur 2 Talente in die nächste Runde kommen. Hallo. Hi. Da seid ihr wieder. Alles gut? Ja. So. Hallo. So. In der ersten Runde habe ich die Songs ausgewählt und jetzt müssen die mich überzeugen mit deren Songauswahl. Ich würde einfach anfangen mit dir, Tina. Okay. Tina singt einen ihrer Lieblingssongs, Sweet Child of Mine. She got a smile that it seems to me. Es kommt mir wahnsinnig entgegen, dass ich mir den Song selber aussuchen kann, weil du mit einem Song, den du kennst und den du 100.000 Mal gesungen hast, ein ganz anderes Gefühl transportieren kannst, wie jetzt mit einer Nummer, die du vorher noch nie gehört hast. Where do we go? Man merkt sofort, sie kann den Song perfekt. Sie spielt damit so ein bisschen. Sie muss nicht mehr drüber nachdenken, was sie oder wie sie irgendwas singt. Timing am Anfang? Immer mein Problem wahrscheinlich. Ja. Aber mir fehlt echt ein Schlagzeug. Du bist in einer Band und da ist immer Rambazamba. Rambazamba, okay. Rambazamba. Du hast einen Sprachfehler. Ja, da hast du recht. Hat der mich gerade verarscht? Na, der hat ich habe einen Rambazamba. Nein, bei Tina fand ich es echt verblüffend zu sehen, wie weg ihr Sprachfehler ist, wenn sie auf Englisch singt. Ich habe keine Ahnung, warum ich das da abschalten kann und bei einer deutschen Nummer überhaupt nicht. Man merkt auf jeden Fall den Unterschied ganz, ganz krass von dem deutschen Song zu einem englischen Song. Where everything was as fresh as a bright blue sky. Also mal ganz kurz, bei Was as fresh as the bright blue sky, das ist so eine raue Stimme, ne? Mhm. Das war so die raue Tina. Die raue Tina. Ja? Wenn du so auch anfangen könntest, wäre noch geiler. Mhm. Dass dieses Schieß doch schon richtig kratzt. Ja, kratzt, genau. Ich darf gerne ein bisschen kratziger, gleich von Beginn an, und das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Ich mag kratzig. Cool, dann mega, mega gut. Ich bin happy jetzt erstmal und freue mich dann auf die Entscheidung. Und Basti, du darfst nach vorne kommen. Ja, cool. Der Song, den ich singe, Wie soll ein Mensch das ertragen, ist von Philipp Poisel, meiner Meinung nach einer der geilsten Songwriter hier in Deutschland. Ja. Yeah. Diese Ballade von Philipp Poisel hat einer der schönsten Texte und sie lädt ein, einen wirklich umzuhauen, auch emotional. Oder aber auch einfach das Gegenteil. Wenn es einfach nicht so emotional ist, dann kann er natürlich am meisten auch verlieren. Stell dich vor meine Mitte. Leg dich in jede Figur. Dafür, dass Basti wirklich mit Abstand der Jüngste ist, finde ich, dass er wirklich einen super guten Eindruck macht. Er will, dass man was spürt. Und bei deutscher Musik kommt es einfach wirklich darauf an, was man das transportieren soll mit echtem Gefühl. Wenn du bei Stell dich von meiner Mitte, dass die Mitte, dass du da ein bisschen runtergehst anstatt Mitte, dass du weniger darauf achtest, dass die Noten perfekt sind, dass du mehr auf Gefühl gehst. Das ist noch einmal vormachen so? Ja, klar. Okay. Stell dich von meiner Mitte. Von meiner Mitte. Weil Basti, der wollte sofort wieder wissen, okay, sing noch einmal, dann hat er es nochmal nachgesungen gleichzeitig, das war cool. Leg dich in jede Figur. Wenn ich ihn sehe, denke ich daran, wie ich war, als ich 16 war. Ich sag ihm jetzt die Sachen, die ich erst vor ein paar Jahren bekommen habe als Tipp. Ich hoffe, das hilft ihm. Geil, super. Ja, okay, so cool. Step by step und dann ist man irgendwann bestimmt auch gut. Ich will ja dahin, wo Nico ist. Du kannst gerne wieder Platz nehmen und Celine. Celine singt von Andreas Burani auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie hat von vornherein eine einzigartige Stimme, die ich so von einer jungen Dame noch nicht gehört habe. Vielleicht muss es so sein. Timing-mäßig war manchmal so,
dass man, ne, ich glaube, da warst du schneller als das Klavier. Ja. Celines Problem ist, dass sie mit dem Takt nicht so das hinbekommt. Wenn du dir selbst denkst, dass der Song nicht so, sondern so geht, dann bist du eher drin. Ja. Ja. Diese Melodie kommt eigentlich immer, wenn der Finger, also wenn du das probierst, ne, ist der Finger immer oben, wenn die Melodie kommt. Und du fängst erst an, wenn der Finger wieder unten ist. Er meinte zu mir, dass ich, ja. Oh Gott, das ist ganz schwierig. Warte, wie war das nochmal? Diese Piano-Melodie ist immer, wenn der Finger oben ist. Aber dass sie erst singen soll, wenn der Takt wieder anfängt, das ist quasi, wenn der Finger wieder unten ist. Und ja, das habe ich ihr so beigebracht. Ich bin gespannt, ob das ja, auch dann bei der Entscheidung so klappt. Ich muss singen, wenn der Finger aufkommt. Dim, 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 dim. Ich fühle mich jung und du dich alt, so fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Schön. Es war schon besser. Ja, ich habe mit meinen Füßen ein bisschen mehr getippt. Es war besser. Sehr gut. Ich habe so einen kleinen Trick gefunden, wie ich das hinkriege. Also ich laufe so ein bisschen auf der Stelle und bewege so ein bisschen meine Hacken. Ich würde sagen, ihr könnt gerne nach vorne. Da die Talente jetzt mit ihrem Lieblingssong auf die Bühne gehen, gehe ich natürlich davon aus, dass sie den Song auch wirklich perfekt können. Deswegen ja, habe ich hohe Erwartungen. Das ist natürlich das Schwerste für die jetzt. Das Coaching lief für mich wirklich gut mit Nico. Wir haben gar nicht so viel verändert von dem, was ich vorbereitet habe. Hoffentlich versaue ich das jetzt im Endeffekt nicht. Ich spiele nicht, um zu verlieren. Ich spiele eigentlich immer, um zu gewinnen. Ja, ich würde schon sagen, man hofft irgendwie so, bitte sag meinen Namen, bitte sag meinen Namen. Über Sieg und Niederlage zu entscheiden, ist, glaube ich, wirklich das Härteste. Und Celine, du darfst anfangen. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr. Muss es so sein. Sehr cool. So. Das war richtig gut. Du kriegst es hin. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memory, where everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. I never stare too long, I
probably break down and cry. Oh, oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. Oh, 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 oh. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Oh, where do we go now, sweet child of mine? Sehr cool. Ach, sehr gut. Mega, mega. Dankeschön. Meine Mitte. Kriegst du es hin? Stell dich vor meine Mitte. Leg dich in jede Figur. Werf dich in jeden meiner Schritte. Ich tanz für dich, wohin du willst. Ich geh rüber ans Fenster, um zu sehen, ob die Sonne noch scheint. Hab so oft bei schwerem Gewitter in deine Hände gefeint. Oh, wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen, ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu sehen. Stell dich vor meine Mitte. Sehr schön. Ja, ihr macht es mir sehr, sehr schwer. Das war gewollt. Das war gewollt. Erstmal zu dir, Tina. Ich bin immer wieder noch erstaunt, wenn du deine Tina Power Voice auch rausholst. Du bist natürlich auch auf Nummer sicher gegangen, aber es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Bei dir, Basti, fand ich sehr, sehr cool, dass du alle Sachen umgesetzt hast. Du klangst super, super oft, sehr, sehr emotional. Das steht dir super gut. Bei dir, Celine, fand ich auch super, dass eigentlich alle Sachen, die wir vorher geprobt haben, dass die da waren. Auch mit der neuen Melodie. Und ja, ich nehme mit in die nächste Runde. Einmal die Tina. Oh Gott. Und einmal die Celine. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Es ist schade, dass man jetzt weiß, dass es wirklich endgültig vorbei ist, aber ich werde trotzdem weitermachen. Musik ist alles für mich. Schön, dass ihr es in die nächste Runde geschafft habt. Ich fand eure Leistung wirklich sehr, 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 sehr cool. Also wir freuen uns wirklich. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, was für ein Geschenk ihr uns gemacht habt, dass wir jetzt zusammen weitermachen dürfen. Celine, weiter sind wir! Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Basti noch in der nächsten Zeit richtig, richtig viel lernen kann und wird. Aber wenn ich darüber nachdenke, wer im Halbfinale überzeugen würde, dann glaube ich, dass Tina und Celine da eher passen würden. Celine und Tina haben sich durchgesetzt und ziehen eine Runde weiter. In einer Woche wartet das nächste K.O.-Highlight. Tina tritt gegen das erste ausgeschiedene Talent aus den Battles an.